So Leute, hier sind wir wieder bei einem ganz normalen Aufnahmevideo von mir, Jason Leech. Und zwar habe ich mehrere Themen anzusprechen. Zum einen geht es darum, warum zurzeit zu wenig Videos kommen. Weil ich, also es kommen schon ein paar, ein, zwei Videos kommen immer die Woche, aber naja, ich würde halt gerne machen, dass wirklich wieder die Woche ganz mit Videos aufgefüllt ist, damit ihr auch was zu gucken habt. Und deswegen habe ich gesagt, dass ich bis August, jetzt hatten wir so gesagt, eine Pause einlege. Es sind ja, warte, ich kann mal kurz nachgucken. Bis August sind es noch 2 Tage. Das sind 2 Tagen, habt ihr wieder jede Woche Videos. Also jeden Tag habt ihr dann wieder Videos. Die 2 Tage werde ich jetzt halt nichts hochladen. Also ich habe, glaube ich, die letzten Wochen nichts mehr hoch. Letzte Woche, oder nee. Nee, gestern kam noch ein Plants vs. Zombies Part. Aber sonst habe ich nichts mehr hochgeladen. Auf jeden Fall werde ich ziemlich viel ändern hier auf diesem Kanal. Es wird zwar immer noch ein Let's Play-Kanal bleiben, kein Problem, kein Ding. Aber es wird sich ändern. Und zwar werden sich Projekte ändern. Ich habe ja angefangen mit League of Legends. Und ich spiele auch sehr gerne noch League of Legends. Aber ich höre jetzt auf, es aufzunehmen. Das hat zwei Gründe. Erstens, es macht mir nicht mehr so viel Spaß, weil, also ich spiele jetzt zurzeit immer. Gebe ich euch die Aufnahmen von EUW mit meinem Level 30er Account. Erstens habe ich da nicht mehr so viel Spaß, weil mich EUW langsam ziemlich annervt und ich mir einfach nur denke, nee, ich habe in fast jedem Game habe ich ein DC und werde vom Game rausgeworfen. Deswegen habe ich jetzt halt gemacht, dass ich mir auf EUNE, also EUNE, also Northeast, habe ich mir einen neuen Account erstellt, den werde ich jetzt hochspielen auf Level 30 und werde euch dann da Videos geben, weil ich auf EUNE einfach weniger los ist. Das heißt, die Server sind stabiler, das heißt, ich werde wahrscheinlich nicht mehr so oft rausgekickt. Und ich muss auch sagen, auf EUNE sind nette Leute. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt dazu, ich bin jetzt da schon Level 10 und ich habe bisher nur nette Leute eigentlich getroffen. Auf EU ist es eher so. Man kann mal ein gutes Team haben, man kann mal auch mal ein Team haben, das man einfach in die Wand werfen kann und will und muss. Naja, auf jeden Fall werde ich also da Level 30 spielen und ab dem Zeitpunkt, wo ich Level 30 bin, werde ich Rankeds anfangen und die euch auch hochladen. Also ich werde die aufnehmen, hochladen und dann wird es so vom Bronze to Diamond oder irgend sowas, ne? Ihr wisst ja, ich bin zurzeit, bin ich in dem Silberbereich. Gut, ist nicht gerade schön, naja. Aber hey, was will man machen, ne? Ihr werdet auf jeden Fall von da aus dann meine Rankeds verfolgen können. Weiterhin werde ich zwar noch mit LOL arbeiten, das heißt, ich werde euch noch sowas wie Patch Notes, Änderungen, die neue Map werde ich euch natürlich auch zeigen und verschiedene Spielmodi, wie zum Beispiel jetzt halt, habe ich leider verpasst euch diesen Ding, diesen Horrorbots oder Doombots war es ja genau, zu zeigen. Einfach aus dem Grund, weil da komme ich jetzt auch zum zweiten Grund, warum ich League of Legends nicht mehr aufnehme. Denn sobald ich, weil ich mit Fraps zurzeit noch League of Legends aufnehme, sobald ich Fraps in-game starte, droppt meine FPS auf 1. Das heißt, ich habe das ganze Game über 1 FPS und das ändert sich auch nicht. Ich habe verschiedene Einstellungen jetzt bei LOL getestet, ich habe verschiedene Einstellungen bei Fraps getestet. Es ändert sich nichts. Ich weiß nicht, was ich da irgendwie verändert habe oder was LOL verändert hat oder was weiß ich verändert wurde. Ich kann auf jeden Fall so nicht aufnehmen. Ich kann zwar mit OBS mal probieren, aber selbst da habe ich Frame Drops. Da werde ich jetzt halt schauen, was ich da machen kann. Vielleicht ein ganz neues Aufnahmeprogramm. Mal gucken, mal schauen. Und wenn das wieder geht, werden auch wieder ein paar Let's Plays von League of Legends kommen. Aber bis dahin, das kann einen guten Monat dauern, werdet ihr nichts von League of Legends erfahren. Also von Gameplays. Patch Notes, wenn da irgendwelche kommen oder den neuen Champion oder sowas, werde ich euch alles zeigen. Aber keine Gameplays. So, das ist das erste Mal. Das zweite ist jetzt, ich habe ja mit The Binding of Isaac aufgehört. Das heißt, es würde mir ein Wochenprojekt fehlen. Und deswegen habe ich euch gefragt, was ich machen soll. Entweder Skin Spotlights, Osu oder andere Spiele noch. Ich selber habe mich dafür jetzt entschieden, Skin Spotlights zu machen. Das heißt, ab August werden euch Skin Spotlights auf meinen Kanal erwarten. Die werden Montag und Freitag kommen, aber es werden nicht ganz normale Skin Spotlights, wie es 500 Mal auf YouTube gibt. Also so
TF-Packs, TF und sowas kam ich ja erst gar nicht ran. Da bin ich einfach noch erstens zu klein, also dann von YouTube her zu klein. Und zweitens habe ich nicht gerade mal 300 €, die ich für einen Skin ausgeben kann. Ich werde euch nämlich Dings, Custom Skins zeigen. Custom Skins, wer es nicht weiß, was das sind von Usern selber erstellte Skins, die auf einer Website hochgeladen werden und man sich mit einem bestimmten Programm selber auf deinen Champion installieren kann. Ja, Problem ist halt, nur du siehst den Skin. Von Royd wird es nicht sehr gern gesehen, aber es ist legal und erlaubt. Der zweite Problem ist, du musst es jedes Mal, wenn du LOL startest, solltest du auch das Skin Spotlight, also das Skin. Custom Skins, so wollte ich sagen, die Custom Skins musst du neu installieren, aber das ist mit dem Programm ziemlich leicht. Und ja, und nur du kannst es halt sehen. Und manchmal sind auch die Animationen alle selber, bloß halt das Aussehen ist anders. Aber ich habe schon ein paar ziemlich coole herausgefunden und die werde ich euch dann zeigen. So, mein dritter Punkt ist die Gamescom. Ja, die Gamescom steht bald an. Ich werde dort sein und zwar von Mond, von. Nope, das wollte ich jetzt nicht. So, ich werde auf der Gamescom sein, nämlich vom am Donnerstag, am Freitag, am Samstag und am Sonntag. Ich werde die ganze Gamescom dort sein. Und ja, ich werde wahrscheinlich sehr oft beim League of Legends Stand rumgammeln, einfach weil ich mir das Game sehr geil finde. Was ich mir auch anschauen werde, ist sowas wie Destiny und die ganzen anderen Spiele, halt einfach mal so rumschauen. Und ja, wäre cool, wenn ich da vielleicht ein paar von euch treffe. Ich weiß, ihr kennt mich wahrscheinlich nicht und ich erkenne euch auch nicht, aber wäre einfach mal cool, wenn ich euch so sagen könnte, jetzt halt, hey, könnt ihr mal auf der Gamescom ein bisschen rumschauen, weil die Gamescom lohnt sich wirklich. Ich habe jetzt für das Ticket, also für die 4-Tage-Tickets, gerade mal 50 € gezahlt. Und das ist echt billig. Für 4 Tage, was du da alles geboten bekommst, gut, es ist viel los, aber trotzdem, es ist richtig, richtig, richtig geil da. Ja, was wird noch auf der Gamescom sein? Das wird noch der Dr. Pepper Cup sein von Let's Read Small Books von Maxine. Den müsstet ihr eigentlich, müsst ein paar von euch kennen. Der wird dort ausgetragen, aber auch die Champion, die LCS wird dort ausgetragen, nämlich das Playoff, wer noch in die Weltmeisterschaft kommt. Das werde ich mir auch sehr, sehr sicher anschauen. Was ich mir noch anschauen werde, ist halt die ganz neuen Spiele wie Destiny. Und was halt sonst noch so kommt, GTA 5 für den PC wird vielleicht auch noch rauskommen. Da bin ich mir nicht sicher. Das neue COD ist auch dabei. Und ja. Von mir kommt dann vielleicht am Montag oder am Dienstag ein Zusammenschnitt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt da meine Kamera mitnehme und ein bisschen aufnehme. Oder ob ich es doch lasse und euch einfach mal so ein bisschen kommentiere, was ich auf der Gamescom so erlebt habe. Mal gucken, werde ich noch schauen. Und jetzt kommen wir auch schon zum vierten und für mich, glaube ich, letzten Part. Und zwar will ich ein normaler Let's Player werden. Das heißt, das hört sich jetzt für euch ein bisschen blöd an, normaler Let's Player, aber ich will verschiedene Spieltypen zeigen, wie Indie-Games, Strategiespiele, Actionspiele, aber auch Retro will ich euch zeigen, wie verschiedene Pokémon-Reihen oder sowas waren wie Mega Man. Oder Banjo-Kazooie oder sowas. Das sind ältere Spiele, aber die noch richtig, richtig geil sind. Das sind so Klassiker. Oder auch Zelda kann ich auch mal zeigen. Ja, obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, für mich war meine Kindheit bestand nicht aus Zelda, sondern erst aus Yu-Gi-Oh! Und Pokémon schon. Für die ganz Älteren unter euch, die kennen wahrscheinlich noch so ihre Kindheit mit Mega Man, mit Zelda, mit Game Boy Color und so. Es waren richtig geile Spiele. Ich habe es auch schon mal viele von ihnen angespielt, aber meine Kindheit war es halt leider nicht. Deswegen werden von mir auch ein paar Pokémon-Parts kommen und auch Yu-Gi-Oh! Denn ich habe einen Simulator im Internet gefunden, der heißt nämlich Yu-Gi-Oh! Death Pro. Und auf den spiele ich zurzeit sehr, sehr gerne. Habe auf mir auch schon ein paar Decks erstellt, zusammengestellt. Und ja, da werden jetzt auch ein paar Gameplay-Videos von mir kommen. Wann, weiß ich noch nicht. Es wird wahrscheinlich so zwischendurch mal sein. Aber naja. Das zweite Punkt bei normaler Let's Plays werden, es wird keine Dauerprojekte mehr geben, wie League of Legends, das ja eigentlich theoretisch dauernd kommen würde. Oder sowas wie The Binding of Isaac, was auch jeden Tag kommt. Das wird es nicht mehr geben. Einfach aus dem Grund, die Dauerprojekte. Ich finde es jetzt zwar sehr schön. Aber so Game macht nicht die ganze Zeit, macht einfach nicht das ganze die ganze Zeit Spaß, sondern einfach mal wieder und wieder. Und wenn man eben irgendwann keinen Bock mehr hat und trotzdem was aufnehmen muss, nimmt man so total desmotiviert auf und das mag ich einfach auch nicht. Weil es gibt ja genug Kanäle, zum Beispiel Elokazor oder
Paric oder sowas, die machen ja alle nur YouTube, nur League of Legends. Schaut da vorbei, wenn ihr nur League of Legends wollt. Ich bin euch auch nicht böse. Aber ich will's halt nicht, weil ich einfach finde, dass es auch noch andere coole Spiele außer League of Legends gibt, die man unbedingt mal gesehen haben muss. Und ja, zu meinem neuen Upload-Plan werde ich jetzt halt kommen, nämlich es wird jeden Tag nur ein Video kommen, nicht so wie mein vorheriger Upload-Plan mit Binding of Isaac jeden Tag oder noch ein Projektvideo. Nee, es wird jeden Tag nur ein Video kommen, das habe ich euch hier aufgelistet. Am Dienstag und am Donnerstag wird Plants vs. Zombies kommen. Die Skin Spotlights kommen am Montag und am Freitag und mein nächstes Projekt kommt am Mittwoch und ab Samstag. Das alles wird ab dem 1. August gewertet. Und ja, würde ich fast sagen, das haben wir jetzt halt eigentlich. Was ich noch sagen wollte, ist, dass ich zwischendurch mal ein paar Videos raushau, einfach mal so, zum Beispiel, wenn ich ein geiles Lied gefunden habe, einfach mal ein bisschen zusammenschneiden und euch hochladen, einfach mal so zwischendurch einfach mal da sein. Also nicht so, okay, jetzt kommt das Video, ich habe was Cooles gefunden, ist mir egal, das seht ihr nicht, sondern einfach mal hochwerfen, wenn ich, oder zum Beispiel, wenn ich mal gutes Yu-Gi-Oh! Gameplay habe, werde ich auch einfach mal das Replay speichern und nachkommentieren und euch hochladen. Einfach so. Das heißt, es kann sein, dass ihr mal am Tag zwei Videos kommt. Ich sag jetzt nicht, dass es sein muss, aber es kann sein. Und ja, ich hoffe, so soll die Änderung gefallen euch. Das mit dem kein LOL wird jetzt wahrscheinlich nicht allen gefallen, aber dafür kann ich nichts. Beziehungsweise kann ich vielleicht schon was, ich weiß es ja nicht genau. Aber naja. So, das war es dann eigentlich von mir und meinerseits aus. Wäre cool, wenn ihr mal zu den ganzen Themen einen Kommentar schreiben würdet, wie ihr jetzt so findet, was ihr, ob ihr die Änderung gut findet, ob, oder ob ihr sagt, nee, das ist jetzt voll scheiße und so. Würde mich einfach mal interessieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann ab dem 1. August. Bis dahin und ciao, Leute.